Willkommen zurück zu einer neuen, luxuriösen Folge Star Wars Battlefront. Mit einem Mann, der extrem luxusverwöhnt ist, Kreis. Ich war neulich an der Battlefront und dort gab es Champagnerkorken und also ich durfte nur die Korken... Ich habe nur die Korken genascht, aber sie waren getränkt im edelsten Wein und Shampoos. Der feinste Herr Vettel, der gute alte Vettelschmuss-Shampoos. Vettelschmuss-Shampoos? Was ist das denn? Vettelmus-Shampoos. Alright, wir nehmen B ein. Jetzt mit neuer Waffe. Was sehen die denn da hinten? Die sehen da irgendwas. Ich sehe da nichts. Ich hab da direkt was weggelunzt im Gebüsch. Da war ein Mann im Gebüsch. Die Sonne blendet halt immer so mies. Boah, ich hab da auch einen gelunzt. Na, da rennt einer rechts. Feinde halten aber Verstärkung, ne? Lunzbart und Freunde. Alter, Fetti 1331. Granate kommt, ja, mit Granaten gesprengt. Ich bin hier Richtung D unterwegs. Ich bin bei C, ich bin bei den C-Buchen. Boah, was ist das denn jetzt schon wieder? Wie hat jetzt, jemand hat schon ein Lichtschwert? Hab doch da eben ein Lichtschwert gehört. Kann man so schnell ein Lichtschwert haben? Schon ein bisschen übertrieben. Komplett blind. Boah, kacke, Alter. Bei D. Alter, ich werde direkt gechoked von Vader. Vom alten Eddie Vader. Von Eddie Vader? Der wohnt doch da oben in der Kühlmannstraße, oder nicht? In der Kühlmannstraße. Sichert diese Position. Wie kann der jetzt schon Vader haben? So früh? Ist das möglich? Der Kackapo-Mann habe ich gerade besiegt. Fetti haben wir uns wieder geholt. California Fetti? Oh nee, jetzt schon wieder Vader. Battlefront-Duell, Alter. 7 Kills. Gibt's doch nicht. Ich kann nichts sehen, Alter. Ja. Was haben wir, Born? Guck mal, hier fliegt auch irgendwie einer rum. Boah, und da werde ich weggesniped. Ich sag dir, von der Seite bist du auch echt im Nachteil, weil du so geblendet bist. Ja, irgendwie bist du ein bisschen gelandet, ne? Ja, ihr bist richtig gelandet. Baladin! Ja, ich hab Vader gekillt. Ich hab Gilbert erledigt, ey. Wir bekommen Hilfe vom Solo. General Solo, ey. General Solo. Der einsame Mann. Hat keine Freunde. Hier, General Waffeleisen. Der Waffler, General. Alter, wenn du, Alter, ich sag dir, das Gewehr. Boah, das war eine schöne Granate. Das ist ja Imber, Alter. Boah. Rödelmann und Freunde. Nee. Die rennen jetzt richtig auf B. Die machen richtig den B-Hustle. Echt? Ich bin auf B. Nee, auf A. Sorry, auf A. Boah, war da schon wieder... Irgendein... Ach, Boba Fett da hinten. Auf A. Wir brauchen unbedingt A-Unterstützung. Wir müssen uns irgendwie aus dieser Passivhaltung rauswagen, weil sonst sieht das nicht gut für uns aus, ne? Ich wollte auf D. Ich wollte schön ausrum durchs Gelände. Ich war auf so einer kleinen Gilligan-Reise. Und schön auf B. Ein bisschen Gilligan. Ach guck, da geht so ein kleiner Trupp. Geht jetzt los. Dann gehe ich damit. Boah, geht's hier rund. Na, ich bin hier voll in so einem Extreme-B-Mode. Wo denn? Hä? Vader Sky Guy? Ich hab ihn gar nicht gesehen. Aber wir haben gezeigt, wir sind da, wir haben ein bisschen represented auf aber die Ruhe, Alter, die Ruhe auf Gilligan-Basis. Sieht aus, als hätten wir einen Freund.
Wir haben, wir haben 0%. Ich sag ja, du bist hier irgendwie benachteiligt, weil du so geblendet bist die ganze Zeit. Guck, da ist schon wieder so ein Schuss an mir vorbeigezischt. Die snipern die ganze Zeit hier auf den Spawn. Naja. Jetzt aber 10 Mann und Söhne. Oh, ich hab schon wieder Vader. Gibt's doch nicht. Was hab ich für ein Unglück mit Vader? Alter. Seh nichts. Oh, und da kommt wieder einer hier mit Dual. Wo die Leute auch sagen, das ist die OP-ste Waffe im gesamten Spiel, diese Dual Gun. Ja, deswegen hat die auch einfach jeder. Alter, was ein Massaker. Oh. Oh, mit Judo hat er mich besiegt. Ja, da stand Judo. Wirklich da Judo. Alter, die sind richtig wild. Der alte Judo-Kai. Ich wollte auch gerade zuhauen, aber seine Judo-Moves, ich meine, der hat sein Judo mit Jetpack verstärkt. Jetpack-Judo. Jetpack-Judo aus den 80ern. Hängen die denn schon wieder rum? So, jetzt C, komm. Der hätte mich rot gehen, aber klar. Ja. Ja, ich glaube, wir dürfen uns da echt nicht so reinsteifen, sondern müssen halt versuchen, um die anderen dahin, wo es möglich ist. Hast recht. Salmonellen-Rebellen. Oh, 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 oh. Ich hör's noch so piepen. Wir haben C. Boah, was war das denn? Schallimpuls-Ionen-Detonations-Cracker. Ja, der Schallimploder von Galapagos-Mann oder so, der hat mich auch erwischt. Die spawnen hier schon wieder in den Leuten. Ja, jetzt spawnt man hinten, weil wir das jetzt erobert haben. Da stehen halt noch Leute. Was denn? Wo denn? Was? Ich hab ihm Headshot gegeben! Aber er hat Anti-Headshot-Salbe von Kreis Industries. Boah, Alter, kommt irgendwie Boba und macht eine Raketensalbe. Boba schmeckt's. Boba schmeckt's. Bam! Wo ist der denn? Hier in diesem Busch sind auch Leute. Du die Baschen. Vader Sky Guy. Boah. Alles für die Defense, yo! Boah, von wo? Hinter uns ist einer. Gleich kommt einer von hinten und versucht ein bisschen abzuernten bei C. Wir sind gerade bei D. Ihr wisst, was zu tun ist. Oh, oh, oh! Erobert und haltet alle Kommandopotten. Granate, komm! Wir haben D geholt. Wo bin ich? Da ist C. Der Typ. Nice. Aber die haben sich C geholt, die Schweine.
Christopher Red Eye. Alter, macht einen auf Christopher Robin. Oh. Nee, da konnte ich nichts mehr machen, weil von hinten noch einer reingeschossen hat. Jetzt wollen sie D richtig drucken, ha? Huh? Oh, direkt Vader. Ah, Mist. Komm schon, wir können... On C. D, aber... Ich hab ein bisschen gejodert. Wir kriegen Hilfe! Neuer Verbündeter! Schärfegranate! Ne, da hängen sie jetzt. Was machen die jetzt hier für eine Aktion? Die überrennen uns jetzt komplett. Alter, da ist... Wer ist das? Ah, gehört wieder uns. Nice, Sarius, ey. Den habe ich auch schon irgendwie öfters gelesen, den Namen. Das ist super, Darius. Ah, ey, wir hatten gerade mal ganz kurz, ein bisschen... Was halten diese schwarzen Doppelpistoleros eigentlich immer aus? Ja, ne? Ja, ne? Ich weißt du, können alles? Yoda, mein Panzer, wenn ich in einem Panzer sitze und Yoda kommt, bin ich schneller tot als der. Boah, und dann haben die irgendwie Ionenwaffen und... Die eigentlich ja nur gegen Panzer stark sind, aber irgendwie trotzdem einen immer in die Luft jagen. Holt euch das Einsatzziel! Punkt Quatsch ist in unserer Hand. Punkt Quatsch ist in unserer Hand. Ach, und da ist Vader. Wir erhalten jede Unterstützung. Luke Skywalker ist hier. McFatty eben. Ja, Vader ist down. Aber voll reingespraggelt. Boah, was für eine abartige Runde. Boah. Alter, wie ich immer wieder mit meinen Mini-Granatwerfern ein paar Leute weghole. Immer mal wieder so rein. Ja, ja, auf Mini-Basis. Auf Mini-Basis. Hier schon wieder. Hier schon wieder kommt der mit diesem komischen Supersprengsatz und. Was explodiert denn hier Füllung aber auch? Weg. Durchgehend. Kaboom, kaboom, kaboom. Alter, du kannst gar nichts machen. Granate auf den Weg. Gegen, nee. Vader. Was? Er hat doch Schaden genommen. Sag mal, hat der was an, der Vader Sky Guy? Ich glaube schon. Ich glaube, Vader Sky Guy. Der holt sich hier einen nach dem anderen. Wohl, ja. Sieht jetzt nicht so aus, ne? Da hat er mich wieder geholt. Und zwar easy. Nee, da werde ich gerade nur abgeerntet. Jemand hat unser Signal empfangen. Verbündeter im Einsatzgebiet. Die hängen da alle in diesem Busch da hinten, am Hangar. Ja, der Hangarbusch und oben auf der Halle, aber da ist ihm jetzt gerade einer gefolgt. Boah. Übernehmen die Kontrolle über Kommandoposten. Ah, Mist, habe ich mich an meinem eigenen kleinen Gewehr verglüht. Unsere Truppen haben fast alle Kommandoposten gesichert. Jetzt wollen sie von der anderen Seite irgendwie. Ja. Aber wir machen jetzt hier einen auf Dominanzbasis. Alter, dieser aufgeladene Schuss ist einfach... Yo! Die Zwillingskanone ist, brutal, ist ne? Gratis-Sieg oder was? Als ob er mich da mit einem Hit wieder wegsnipert, ey.
muss denn jetzt hin? Diesem Schmuggler, wie er es auch sagt, ne? Das wäre so ein kleiner Schmuddliger, weißt du? Ein kleiner schmuddliger Schmuggler, du. Boah, was war das denn? Ey, da hinten, die umgehen uns gerade. Die wollen von allen Seiten reinreiten. Ja. Sagen, heute ist Rammelmittwoch. Gönn ich mir auch mal eine kleine andere Tour. Da ist sie wieder. Boah! Da oben. Gibt es nicht! Ich glaube, ein Spiel habe ich noch gekillt. Alter, was hat er für ein. Hä? Was war das denn? Der hat meine Waffe zum Überhitzen gebracht. Ich sehe auch nichts. Ich bin schon seit einer halben Stunde blind. Ich spawne immer in den Gegnern. Das ist so ätzend. Boah. Kein Lando. Ey. Also die harten Boys hier, die halten alles aus, du. Die halten einfach alles aus. Mach jetzt nochmal richtig Druck auf uns. Vorsicht, auch bei B. Wir haben N verloren. Boah, bei C haben sie gerade hart gepusht, aber... Und ist gerade B wieder. Wir müssen so hart es ist auf C bleiben und... Oh Gott. Du wirst ja, du brauchst die B-Dominanz und die C-Dominanz. Jetzt bin ich hier irgendwo im Gebüsch gespawnt bei C. Granate auf den Weg! Ja! Endlich ist Boba Fett weggeflamed, Alter. Der fette Boba. Auch wenn er ein geiler, heißer Schmuggler ist, aber... Geiler, heißer Schmuggler. Ey, die können nicht sterben, ne? Diese schwarzen... Nee, Dude. Nee, die können nicht sterben. Boah. Die können nicht sterben. Achtung, die machen jetzt richtig den C-Mann. Alle bei C. Feindliche Verstärkung nähert sich. Das ist schlecht. Was sind die denn? Hä, wo denn? Wer denn? Wir haben fast alle Schlüsselpositionen erobert. Boah. Alter, wie viele waren denn da? Ich bin auch wieder bei den Gegnern hinten gespawnt. Alter. Oh nein, das Maulmann. Hans aber wir Maul kontrollieren den Sektor. Also wir machen so sektorenmäßig da was wett. Geh weg, geh weg. Jetzt bin was ich noch als Mr. Solo unterwegs. Ich weiß, was ich tue. Oh nein. Wo braucht man Mr. Solo? Na gut, 97%. Alter, wie wir sie zurückgeholt haben, wie sie uns erst dominieren ja, wollten. Ja, erst haben sie uns hart dominiert, aber dann haben wir gesagt... Jetzt ist Feierabend hier. Boah, das kommt da von hinten. Alles klar für Solo, hat er gesagt. Alles klar für Solo. Das war... Ein schöner kleiner Verknusteri. Ah, nee, das war schön. Da ging's ab, du, da ging's richtig ab. Der Peach Gobbler. Der Peach Gobbler. Son of a Peacher Man. Wie jetzt? Ich krieg nur Solo-Punkte? Was hier mit Heavy Points? Ja, wo sind meine Heavy Points? Ich hab nur Yoda Points gekriegt. Weil hä? Irgendwas stimmt da heute nicht. 49 Eliminierungen. Längste Kill-Serie 7.
Wo sind meine Heavy Points, ne? Das war eben gerade ein Massaker. Wo sind sie hin? Aber keine Ahnung. Wo sind sie hin? Herausforderung. Scharfschütze. Den Salven-Modus hätte ich gerne für das T21. Dafür brauche ich, habe ich 131 von 150. Ja, aber da kannst du doch nur einmal schießen, dann ist sie doch leer. Weiß ich nicht, ich will es mal ausprobieren. Probieren geht über Studieren. So, auf Felucia geht's in der nächsten Folge vielleicht möglicherweise weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bewerten, kommentieren und immer schön Richtung Himmel blicken. Ne? Ihr wisst Bescheid. Auf Wiedersehen und tschö. Tüdelü.